Schauspiellegende Dieter Hallervorden hat einen Friedensappell veröffentlicht und bekommt dafür jetzt richtig Dresche. Er habe Dreck im Kopf, er sei Antisemit, so lauten die Vorwürfe. Doch was hat Hallervorden eigentlich Schlimmes gesagt? Bei uns erfahren Sie heute alles über die aktuelle Hetzkampagne und natürlich auch alles über die aktuelle Situation im israelisch-iranischen Konflikt. Das ist der Brennpunkt des Tages. Jetzt geht's los. Gaza, Gaza, so lautet der Titel eines Friedensgedichts, vorgetragen von Dieter Hallervorden, das gestern veröffentlicht worden ist und was jetzt eine bundesweite Empörungswelle ausgelöst hat. Also die Schlagzeilen überschlagen sich. Hier mal ein kleiner Einblick, eine kleine Collage. Mit mir im Studio mein neuer Kollege Falco. Wir werden das heute analysieren. Hallo Paul. Und die Schlagzeilen, die haben es ja wirklich in sich. Ja? Also zum Würgen, Dieter Hallervorden veröffentlicht Gaza-Song. Dann die Bild-Zeitung natürlich, Didi Hallervorden irritiert mit wirrem Anti-Israel-Gedicht. Dieter Hallervorden statt Honig Dreck im Kopf, Schauspieler empört mit Gaza-Gedicht. Und ich würde sagen, bevor wir das jetzt groß besprechen, zeigen wir mal einen Ausschnitt aus dem besagten Musikvideo mit Dieter Hallervorden. Insgesamt geht das Video 3 Minuten. Wir haben jetzt das ein bisschen zusammengeschnitten. Aber ich glaube, man bekommt einen ganz guten Eindruck. Grausamkeiten haben zumeist Vorgeschichten. Und kein Mensch wird als Terrorist geboren. Gaza. Gaza. Was haben denn die zarten Dingerchen den Herren Generälen getan? Dann hebt er den Rumpf seiner Kleinen zu Allah, in die Sonne, zum Mond. Soll ich diesem Vater empfehlen, so cool wie ein Talkgast zu sein? Sich bloß in keinem Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint. Sie geloben Apartheid die Treue, von Ampel bis AfD. Sie liefern Granaten aufs Neue, bittend, zart damit umzugehen. Dieser Kinderfriedhof wird bleiben, als Albtraum für Generationen. Und das soll kein Völkermord sein. Ja, Falco, was sagst du dazu? Ist das ein antisemitisches Propagandavideo? Also meiner Ansicht nach nicht. Sagen wir mal so, also du hast es gesagt, das ist jetzt ein Ausschnitt gewesen. Das Video geht 3 Minuten, glaube ich, ungefähr. Es war jetzt vielleicht 1 Minute. Zeigt aber die wesentlichen Aussagen darin und ja, was jetzt nicht in diesem Ausschnitt war, was man aber vielleicht noch ergänzen muss, bevor das losgeht, sagt Hallervorden auch nochmal ganz klar, dass er also diese Aktion der Hamas, diesen Anschlag, diese Entführung dort am 7. Oktober, dass er das klar verurteilt, dass er die Freilassung der Geiseln fordert und dass er sich als Friedenschance die Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor wünscht. Ja, also das so leitet er praktisch ein und dann geht das Video los. Also schon das sind eigentlich mal Punkte, die aus meiner Sicht darauf hindeuten, dass es jetzt nicht irgendwie antisemitisch ist. Den Blätterwald von Bild und Co. überzeugt das wahrscheinlich nicht, aber er macht auf alle Fälle diese Klarstellung und nennt dann eben die Punkte. Ja, jetzt weiß ich nicht, sollen wir mal auf die einzelnen Punkte eingehen vielleicht? So was? Ja, ich wollte nur vorher nochmal sagen, also unabhängig davon, wie man das Vorgehen Israels bewertet im Gazastreifen, ja, finde ich es einfach katastrophal, wie jetzt mit Hallervorden umgegangen wird, der ja wirklich seit fast 5 Jahrzehnten vor der Kamera steht, auf der Bühne steht, der wirklich eine feste Größe des deutschen Kulturbetriebs ist. Eine Schauspiellegende, kann man fast sagen. Und ihn dann dermaßen anzugehen, nur weil er Kritik geübt hat am israelischen Staat. Er hat nicht gegen Juden gehetzt oder sonst was, er hat einfach nur Kritik am israelischen Vorgehen geübt. Und dann kommt natürlich sofort die Antisemitismuskeule. Ich habe es bereits angesprochen, Gitta Connemann, eine bekannte CDU-Politikerin, hat gesagt, er habe Dreck im Kopf, in Anlehnung an seinen erfolgreichen Film 2014 Honig im Kopf. Oder auch Volker Beck hat sich zu Wort gemeldet, der Grünen-Politiker hat davon gesprochen,
dass das ein Fall von Schuldabwehr, Antisemitismus sei, ein Fall von Täter-Opfer-Umkehr. Also da überschlägt man sich wirklich. Und Hallervorden vorzuwerfen, ein Antisemit zu sein, der bestimmt schon mit zig Juden zusammengearbeitet hat, was ja in der Filmbranche nicht unüblich ist, das ist wirklich völlig bizarr und zeigt einfach, wie es um die Meinungsfreiheit hier in dem Land bestellt ist. Richtig, also es gibt einfach eine Reihe von Themen in diesem Land, da kommt einem denn eine solche Menge an Kritik entgegen und bei diesem Thema vielleicht nochmal ganz besonders. Jetzt kann man sagen, Hallervorden hat vielleicht ein gewisses Alter, wo er sich das leisten kann, weil er sozusagen, du hast es gesagt, ne, große Erfolge hatte in seinem Leben. Und 88 ist er mittlerweile. Ja, Wahnsinn, ja. Also überhaupt, dass er in dem Alter so fit oder ist schon toll. Nee, also jetzt kann man natürlich sagen, er kann sich das leisten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, er war auch nicht erst jetzt, sondern vorher auch schon zu verschiedenen Themen durchaus ein kritischer Geist. Also allein, wenn wir an die Corona-Zeit denken, da hat er, anders als viele seiner Künstlerkollegen, die, ich sag mal, jetzt einfach mitgemacht haben, mehr oder weniger kritiklos, hat er doch durchaus andere kritische Gedanken geäußert, Fragen gestellt. Und insofern wird er dem einfach auch hier an dieser Stelle gerecht. Und ja, also antisemitisch ist das nicht. Ja. Noch ein paar Worte zu den anderen beiden Männern hinter diesem Musikvideo. Der eine ist Dieter Dehm, der Komponist, Liedermacher, saß für die Linke früher im Bundestag, ist auch ein früher Vertrauter von Sarah Wagenknecht gewesen, schon immer ein linken Rebell, kann man sagen, oft in der Presse auch beschrieben als Ex-Stasi-Spitzel, wobei die Sache nicht so ganz klar ist. Also der Vorwurf ist, dass er früher Wolf Biermann ausspioniert haben soll für die Stasi. Allerdings sagt Dehm selbst, dass die Stasi gegen ihn einen Fahndungsbefehl erlassen und ihn sogar als DDR-Gegner abgestempelt hat. Also da gibt es sich widersprechende Aussagen. Soll heute gar nicht Thema der Sendung sein. Und der andere, Jens Fischer-Rodrian, kommt aus der Corona-kritischen Szene, organisiert regelmäßig auch Soli-Konzerte für Julian Assange in Berlin und kommt so ein bisschen aus dem Querdenker-Milieu. Und du hast es angesprochen, Dieter Hallervorden schon immer sehr unangepasst, schon immer sehr kritisch. Und da haben wir auch einen schönen Zusammenschnitt gemacht, was er so in den letzten Jahren von sich gegeben hat. Ist sehr unterhaltsam. Wir werden so viele Infektionen haben in wenigen Wochen. Ich muss ehrlich sagen, das sind ja keine Warnungen mehr, das ist Panikmache. Drohung. Ich kann das wirklich nicht mehr hören. Ja. Ich finde, da hilft man den Leuten auch nicht mit. Und es macht ja jetzt die Runde, das Gerücht, dass heute Abend verkündet werden wird, dass es dann einen sogenannten Lockdown live gibt. Klingt ein bisschen schwanger. Und ich muss sagen, wenn Friseurgeschäfte und Praktiken von irgendwelchen Krankengymnasten aufbleiben dürfen und Theater geschlossen werden, wobei wir weniger Kontakt zu unseren Zuschauern haben als die Friseure zu ihren Kunden, da finde ich das so widersinnig, da lacht sich das Virus ja ein Fäustchen. Wenn dieses Gerücht Realität wird, kündige ich persönlich ungehorsam an. Ich werde noch heute einen Brief an alle Theaterintendanten schreiben und um Solidarität bitten. Wir lassen uns das nicht gefallen. Scholz ist für mich ein trojanisches Pferd. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten ins Schaufenster gestellt, der quasi das Programm, was dahinter steht, verdecken soll. Naja, also ich meine, wenn wir jetzt auf Gendern zu sprechen bekommen, ist es einfach so, ich sage, okay, ich lasse mich nicht von einer Minderheit vorschreiben, wie ich mich in Zukunft auszudrücken habe. Neuerdings, also Winnetou, und ich glaube, wir leben da wirklich in einer Art von Empfindsamkeitskult, der mir auf die Nerven geht. Wenn man diesen Leuten jetzt folgen würde, dann müsste man auch sagen, ja, dann müsste ja auch Goethes Faust verboten werden. Denn die Art, wie Goethe, also wie Faust, sich an Gretchen ranmacht, die ist ja nicht nur nicht zeitgemäß, sondern die ist sogar frauenfeindlich. Und wo wollen wir da aufhören? Walt Disney, sprechende Enten. Wie tut man dieser armen Tiergattung, ist so unmöglich. Also ich muss sagen, mir spielt da ein bisschen der Kamm. Ich mache es einfach so, ich nehme diese Leute nicht ernst, weil ich glaube, der liebe Gott hat auch denen Verstand gegeben.
aber hat bei denen leider vergessen, die Gebrauchsanweisung beizulegen. Um mal inhaltlich darauf einzugehen, was er gesagt hat, jetzt nicht nur oberflächlich. Also es werden ihm ja vor allem zwei Sachen angelastet. Das eine ist, dass er gesagt hat, oder dass er zumindest die Frage aufgeworfen hat, ob Israel da nicht einen Völkermord begehe. Die Frage ist aus meiner Sicht durchaus berechtigt, weil die Opferzahlen, die schnellen in die Höhe. Also mittlerweile spricht man ja von über 100.000 Toten und Verletzten im Gazastreifen. Jeden Tag tote Frauen, tote Kinder. Es geht immer weiter. Israel ändert seinen Kurs nicht. Der Gazastreifen völlig ausgebombt. Hunger wird als Waffe eingesetzt. Und der zweite Punkt ist, dass er gesagt hat, Israel sei ein Apartheid-Staat. Wobei dieser Vorwurf auch nicht neu ist. Der Vorwurf wurde schon vorgebracht von Amnesty International. Da geht es nämlich darum, dass es zum Beispiel im Westjordanland zwei unterschiedliche Rechtssysteme gibt, auch zwei unterschiedliche Verwaltungssysteme. Das eine für Palästinenser, das andere für die jüdisch-israelische Bevölkerung, was eben aus Sicht dieser Menschenrechtsorganisation ein Fall von Apartheid ist. Zudem muss man ja sagen, der Gazastreifen wird nicht erst seit dem 7. Oktober blockiert, sondern schon seit sehr viel längerer Zeit. Da werden zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen blockiert, Fischereigewässer blockiert. Das heißt, man kann da von einer Art Zweiklassengesellschaft sprechen und das wird Halaforten jetzt stark angelastet. Ja, sagen wir mal so, es sind auf alle Fälle zwei Schlagworte, ne? Also Apartheid und Völkermord. Ich glaube, der Völkermordbegriff wird als Frage formuliert, ne? Was ist das anderes als ein Völkermord oder ist das eigentlich was anderes als ein Völkermord oder so ähnlich, kommt, glaube ich, ganz zum Schluss. Ja, Apartheid kommt etwas früher in dem Video und ja, du hast die Beispiele genannt. Also ich würde sagen, man kann zumindest mal darüber nachdenken und darüber diskutieren. Was heißt das denn im Einzelnen, also die Opferzahlen? Es sind Zehntausende Opfer seit Oktober oder wann haben sie ja, Oktober ging das los, dass die israelische Armee rein ist in den Gazastreifen, also binnen weniger Monate mehrere 10.000 Opfer, das ist einfach, also das ist unglaublich für dieses kleine Gebiet, ist natürlich sehr dicht besiedelt. Und wenn man sich die Bilder anschaut, da ist praktisch alles kaputt. Ne? Also nicht nur die Häuser, sondern natürlich auch die ganze Infrastruktur. Ja? Wasser, Strom, also im Prinzip alles, was so mit Lebensgrundlagen von Menschen zu tun hat, das ist dort durch die israelische Armee praktisch beseitigt worden. Oder also einfach so massiv beschädigt worden, dass man sich fragen muss, wie viele Jahre wird das eigentlich brauchen, bis man das mal irgendwann wieder vernünftig aufgebaut hat. Ja. Ja? Also das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Also eben nochmal, um auf diese Opferzahlen zu kommen, so schlimm das ist, was da am 7. Oktober stattgefunden hat. Also ich will da wirklich nichts vergleichen. Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel auf beiden Seiten. Ja. Nur irgendwo gibt es da, ich würde mal sagen, ein gewisses Missverhältnis. Es waren irgendwie 1200 Israelis oder so. Mhm. Und im Gazastreifen geht es um mehrere 10.000, also mindestens 30.000, 35.000 Tote. Eben auch viele Kinder, das kommt ja auch vor in dem Video. Und insofern würde ich mal sagen, Parallelen zu einem Apartheid-System oder auch zu dem Begriff Völkermord, die, glaube ich, sind da schon gegeben und man sollte darüber diskutieren. Er spricht es hier an. Wie gesagt, vielleicht kann er sich's einfach leisten, aber auf der anderen Seite denke ich, ist er auch einfach ein Freigeist, der den Mut hat, den viele nicht haben, eben die Dinge auch so wie er sich versteht, dann eben auch beim Namen zu nennen. Ganz aktuell natürlich die Spannungslage zwischen Israel und Iran. Auch das steht natürlich in Verbindung mit dem, was im Gazastreifen passiert. Wir haben ja noch ein Zitat von einem Historiker. Eine Ostexperte, das ist der Michael Lüders hier. Genau. Das grundsätzliche Übel in der Region ist gegenwärtig der Krieg im Gazastreifen. Dieser Angriff Israels auf die Botschaft in Damaskus vom 1. April hat natürlich wesentlich auch zum Grund, abzulenken von diesem Krieg im Gazastreifen. Und im Augenblick redet ja auch keiner mehr über diese Katastrophe im Gazastreifen,
sehr interessanter Ansatz, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Also dieses Interview hat er vor 2 Tagen dem WDR gegeben. Und jetzt, also einige werden den Michael Lüders kennen. Also er war ursprünglich mal sehr geschätzt, dann war er so ein bisschen in Ungnade gefallen im Mainstream, ja, weil er eben auch Themen angesprochen hat, bei denen er sich als Nahostexperte einfach auskennt. Und die hat er so genannt, wie er sie eben dort versteht, wie er sie dort sieht. Und das war dann nicht so genehm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, er darf wieder ein bisschen, aber das geht natürlich nicht ohne, dass man denn versucht, ihn irgendwie zu lenken. Und so war das auch in diesem WDR-Interview. Also man wollte dann so ein bisschen, ist ja nur ein Kurzzitat hier, nur ein Auszug, man wollte dann so ein bisschen ihn darauf lenken, so Herr Lüders, welche Gefahr droht denn jetzt eigentlich vom Iran durch sein Atomprogramm? Ja, und in diesem Zusammenhang kam dann eben das Zitat, da sagt er, ja, Moment mal, also so sinngemäß, darum geht's hier gar nicht. Das grundsätzliche Übel, das grundsätzliche Problem im Moment ist nicht das Atomprogramm des Iran oder irgendwas anderes, sondern es ist der Krieg im Gazastreifen, der dort eben gerade stattfindet. Ja, also das ist sozusagen der Kontext hier zu diesem Zitat. Und ja, er stellt hier eben die These auf, dass das im Grunde, also diese Angriff und Gegenangriff, muss man ja sagen, ja, den iranischen Angriffen waren ja ein israelischer Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus vorausgegangen, genau. Am 1. April. Da gab es übrigens, also da gab es 13 Tote, 2 hohe Generale auch, die waren wahrscheinlich Ziel dieses Angriffs gewesen, ja, beim iranischen Angriff gab es dann später gar keine Toten und wurde angekündigt und so weiter. Ja, und er sagt, das sei im Prinzip eine Ablenkung von dem eigentlichen Problem, was eben gegenwärtig das eigentliche Übel darstellt, nämlich den Krieg im Gazastreifen mit all diesen schlimmen Verwerfungen, die da stattfinden, über die wir gerade gesprochen haben. Kommen wir am Ende noch auf den heutigen Tag zu sprechen. Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, war zu Besuch in Israel, hat den Präsidenten getroffen, Herzog, und den Ministerpräsidenten Netanyahu. Hier zu sehen, die beiden. Ich finde sehr witzig, Falco, wie sie sich jetzt so als Friedenstaube darzustellen versucht, als Vermittlerin in diesem Konflikt. Sie ist natürlich keine Friedenstaube, sie ist eine grüne Falkin, das wissen wir ja mittlerweile. Und sie hat sich ja von vornherein auf eine Seite gestellt, nämlich auf die Seite Israels. Natürlich hat sie jetzt solche Worthülsen fallen lassen wie Deeskalation, maximale Zurückhaltung und so weiter und so fort. Aber wenn man sich von Anfang an auf eine Seite stellt und dann auch dem Iran entsprechende Vorwürfe macht, gar nicht auf die Vorgeschichte des Angriffs eingeht, dann ist natürlich die Stoßrichtung sehr, sehr klar. Und das Signal, was von dem heutigen Besuch ausgeht, ist, glaube ich, auch ein anderes, nämlich das Signal, dass man an der Seite Israels steht, egal was passiert, egal wie der Gegenschlag ausfällt. Das Ganze ist ja in Vorbereitung. Wie genau das aussehen wird, weiß man noch nicht. Aber es gibt ja diverse Überlegungen. Ich finde auf jeden Fall verblüffend, wie sogar im deutschen Fernsehen, bei Maischberger war das am Montag, sogar darüber diskutiert wird, dass es ja möglich wäre, iranische Atomanlagen anzugreifen. Da können wir mal reinschauen. Was Israel auch tun könnte, sind natürlich gezielte geheimdienstliche Operationen auf Nukleareinrichtungen innerhalb des Iran, auch in der Vergangenheit passiert. Das klingt aber so ist technisch. Alles, also gezielte Geheimdienstoperationen heißt aber trotzdem ein Schlag, oder? Ein Schlag, genau, der nicht so massiv ist und der unterhalb der Schwelle auf Atomanlagen zum offenen Krieg bliebe. Das Interessante ist, dass dieser Vorschlag ursprünglich kam von John Bolton. Der war ja mal nationaler Sicherheitsberater der USA. Und der hat tatsächlich das offen ausgesprochen, der iranische Angriff sei ja die perfekte Gelegenheit für Israel, das iranische Atomprogramm, die Atomkraftwerke anzugreifen. Und das liege auch, so hat das wirklich formuliert, im Interesse Amerikas. Das heißt, Amerika könnte sich daran indirekt beteiligen. Und das ist für mich eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit, dass man also dann den Angriff auf diese Atomanlagen ausführt, was natürlich ein hohes Risiko hat, sprich nukleare Verseuchung und natürlich auch Eskalationsgefahr, dass das Ganze auf eine atomare Stufe gehoben wird und dann zu einem Atomkrieg auswächst. Ja, also ich will gerne verschiedene Dinge dazu sagen. Ne? Also zunächst nochmal auf diesen Ausschnitt hier aus der Talkshow möchte ich eingehen. Also man stelle sich nur mal vor, nach dem israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus würde es eine Talkshow im Iran geben, gab es vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Und da wäre eine solche Diskussion, hätte da stattgefunden. Dann hätte man doch hier gesagt, oh nein, wie können die denn jetzt über solche Militärschläge da diskutieren, das geht doch gar nicht. Aber hier ist es völlig okay, das läuft, das ist völlig in Ordnung. Ja. Ich will nur mal, das hatte ich mir noch mal
Also hatte ich nochmal gelesen heute, der Deutschlandfunk hatte nach den iranischen Angriffen hatte geschrieben, landesweit haben Menschen im Iran ihre Führung für den Angriff gefeiert. Na immerhin, das hat der Deutschlandfunk gebührenfinanziert, zwangsfinanziert, ne, geschrieben. Und dann geht's aber weiter, es muss ja immer noch ein Erklärsatz hinterherkommen. Die Mehrheit der Menschen im Land steht jedoch nicht auf der Seite des Regimes und hält nichts von Angriffen auf Israel. Aha, so, dann weiß der Zuschauer wieder Bescheid, wie er denken soll, muss, ja. So, aber das nur mal als Einschub, wie eben auch letztlich wieder so ein Stück weit manipuliert wird, eben auch mit solchen Talkshows denn. Ne? Aber zu der eigentlichen Frage, ja, Baerbock und wie geht's weiter? Also Baerbock hat, bevor sie eben nach Israel gereist ist, hat sie gesagt, Israel solle jetzt besonnen und verantwortlich reagieren, solle keine Drittstaaten, gemeint ist etwa Syrien, Libanon, Jemen, angreifen, um den Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen. Okay, das, ich sage mal, klingt erstmal gut. Wo sie was Richtiges sagt, kann man auch sagen, ja, ist in Ordnung, kann man mitgehen. Aber ansonsten, wie du es schon gesagt hast, sie ist eben eigentlich eine grüne Falke. Ne? Also sie ist jetzt wirklich kein Friedensengel. Und ohnehin steht dann natürlich die Frage, welches Gewicht hat eigentlich zum einen Deutschland und zum anderen eben auch Baerbock, wenn sie dort mit Netanjahu oder anderen Vertretern Israels oder überhaupt aus der Region spricht. Ne? Ist wahrscheinlich so, dass letztens Israel eben also vor allem auf die USA hört, weil ne, da ist einfach der Kontakt oder die sind die Verbindung einfach am engsten. Und gut, ein, sagen wir mal, Außenminister mit Gewicht, der auch wie soll ich sagen, ein Talent für Diplomatie hat, der könnte vielleicht trotzdem noch das eine oder andere erreichen oder vermitteln, ob das jetzt bei Baerbock der Fall ist. Lassen wir es einfach mal dahingestellt. Ja. Ansonsten, ja, wie geht es jetzt weiter? Im Grunde wissen wir es nicht. Ich würde einfach mal sagen, der Ball liegt jetzt bei Israel. Ja, wir müssen sehen, was da kommt. Netanjahu hat sozusagen nach dem Baerbock-Besuch heute, hat er, also sie war im Übrigen mit dem britischen Außenminister Cameron bei Netanjahu, genau. Sie war nicht allein, aber er hat sozusagen nach dem Besuch dieser beiden Vertreter eben gesagt, also er bedankt sich und findet das auch gut und es gab wohl viele Vorschläge und Ratschläge und jetzt kommen die entscheidenden zwei Sätze, ich zitiere. Ich schätze das, aber ich möchte klarstellen, dass wir unsere Entscheidung selbst treffen werden. Der Staat Israel wird alles Notwendige tun, um sich selbst zu verteidigen. Also heißt praktisch, es ist ja schön, dass er da war, aber genau. Lass mal und genau, wir machen unser eigenes Ding. Ne? Ja. So, und denn, ja, insofern, man wird sehen. Letzter Gedanke vielleicht dazu, USA ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt im Moment, ne? Wie werden die USA sich verhalten? Also es gab ja zuletzt durchaus Signale, dass die jetzt auch nicht so ein Rieseninteresse an einer Eskalation hätten. Stichwort einmal Ölpreis, der natürlich dann in die Höhe schnellen könnte, wenn dort in der Region da jetzt irgendwas eskaliert. Ne? Ansonsten führen sie praktisch schon einen Krieg, also wenn auch verdeckt in der Ukraine und ne, gut, also es wäre sozusagen, es hätte für sie ein paar Risiken, nennen wir es mal so. Aber auf der anderen Seite gibt es zwei Punkte, die auch ein bisschen besorgniserregend sind. Es kann natürlich immer sein, dass die, wenn Israel sozusagen vorprescht, einfach sozusagen auf eigene Faust handelt, dass die USA denn in gewisser Weise hineingezogen werden in einen solchen Konflikt. Und zum Zweiten eben stehen in den USA Präsidentschaftswahlen an. Und wenn ein amtierender Präsident sagen kann, wir müssen jetzt sozusagen hier zusammenstehen und Stärke zeigen, dann überzeugt das auch den einen oder anderen Wähler. Also es könnte insofern auch durchaus noch ein Gedanke sein bei Herrn Biden oder wer auch immer dort die Entscheidung trifft, dort in also aggressivere Positionen einzunehmen. Das wird man alles sehen, wir können es heute noch nicht sicher sagen. Wir können es nicht sagen, aber die Lage bleibt spannend und wir bleiben am Ball. Wir werden Sie weiterhin informieren, liebe Zuschauer. Kommentieren Sie gerne wieder mit, verbreiten Sie gerne dieses Video, abonnieren Sie gerne auch den Kanal, dann verpassen Sie kein Video mehr und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Brennpunkt des Tages, der übrigens sehr spannend wird, weil nämlich morgen Björn Höcke in Halle vor Gericht steht und wir sind mit der Kamera dabei. Einschalten lohnt sich. Bis dahin.